nur. Ja, warte mal, vielleicht ist der Schneider ja da. Ja, der Franz Schneider da, dann kann der mir den Anhänger runterfahren. Oder zum Waldgebiet, zum Forst fahren. Ja, und dann das ist einmal so Zeit auf dem Verwahrungsplatz. Hallo? Jo, Jürgen. Moin, Volker. Um welchen Spezialisten ging das nochmal? Um den Sepp Hindenberger. Sepp Hindenberger, okay. Ich würde mal gleich in die Kartei reingucken und das, den Schein da neu ausdrucken. Ja. Beziehungsweise ausstellen. Da bist du ja. Ja, mein Kollege läuft hier, macht hier Dauerlauf. Ich würde den neu ausstellen, macht aber 700 Euro Vorkasse. 700? Ja. Wissen wir so teuer jetzt? Das Papier ist teurer geworden. Ah, ja. Ja, und Steuer muss ja natürlich auch drauf. Ja. Überweise ich dir, ne? Jo. Also komplett 700, da ist Steuer schon drin. Müsst angekommen sein. Jo, passt. Okay. Ich würde euch dann nachher in den Briefkasten schmeißen. Mach das. Gut, bis später. Jo, ciao. Ciao. Jetzt hier los, ey. Hallo? Hallo? Was ist denn hier passiert? So, jetzt möchte ich hier mal bitte, dass alle Parteien hier den Unfallort verlassen. Wer redet denn hier? Bin ich hier überhaupt richtig? Hallo, was ist hier passiert? Hallo, ja, bitte verlassen Sie hier einmal den Unfallort. Ja, ich müsste da vorbei. Ja, hier ist gesperrt. Ja, wo soll ich denn dann lang? Hier ist nichts gesperrt. Wir sind hier in einer Kauf... Gespräch. Alter, schrecklich. Da ist da frei da hinten. Hi. Servus. Servus. Du suchst doch immer noch Arbeit. Ja. Ich hätte da was für dich. Was denn? Ich weiß halt nicht, ob dein IHC das ziehen kann. Den Anhänger hier zur Dieselproduktion vom Lohnunternehmen fahren. Ja, das könnte ich machen, wenn du... Ja, das mache ich. Ah ja, und übrigens, ich habe Frontlader hier jetzt gekauft und ich habe mir eine Boltergabel mitgekauft. Also ich hätte das jetzt im Fall, wenn du mich mal brauchst, hätte ich eine Boltergabel.
Das wäre sogar ganz geschickt. Weil, wenn du mal mitkommen willst, hier steht sie. Eben. So eine Poltergaul. Da kann man halt die Stämme. Ja, so eine habe ich auch. Ah ja. Und halt die und die. Okay, ja, aber hat's einen Anhänger bräuchte man noch. Aber einen Anhänger hole ich jetzt noch. Also ich habe gerade mal geguckt, ich könnte da was veräußern, dann hätte ich noch einen Anhänger. Dann würde ich dir folgenden Vorschlag machen. Ja. Nimmst du den, ich hänge jetzt den, den Joskin ab. Ja. Dann bringst du den weg. Ja, auf jeden Fall, die IHC bringt alles weg. Und dann fährst du mit deiner Poltergabel zum Waldstück, zum Forstgebiet 11. Jo. Und dann kannst du, ja, und dann treffen wir uns nachher dort. Wo ist hier genau diese Dieselproduktion? Wenn du jetzt dahinter fährst, Richtung Lohnunternehmen. Ja. Dann fährst du rechts runter, um das Dorf rum. Und dann wieder rechts und dann da im Wald. Da steht an der Straße auch ein Schild. Ah, okay. Und den da runterfahren. Den da runter und den die Hackschnitzel in dieses, da ist so ein, ja, so ein halb zerfallener Schuppen mit roten Backsteinwänden. Ah, jo, passt. Da kommen die Hackschnitzel rein. Passt. Gut. Sonst melde ich mich. Jo, dann rufst du nochmal an. Passt. Servus, was, ich hänge ihn dir ab. Jo, danke. Oh. Danke. Ja. Hallo? Es sieht mir nicht danach aus, als wie du zu mir kommen würdest. Ja, ich, Satz, ich muss jetzt noch etwas anderes tun. Sunny? Ja? Und? Alles gut? Ja, war halt nur ein bisschen weiter weg. Jo, hab's gesehen. Aber Sport ist Mod, kein Mod. So, wo ist denn jetzt, hallo? Wo ist denn jetzt der Händler hin? Warum? Hallo? Ach, ich bin falsch. Der Hänger. Hätten Sie mal kurz Zeit? Ja, geh mal kurz auf die Seite. Der Hänger müsste. Wie fänden Sie es denn mal bei einem Einsatz quasi als Opfer zu spielen? Wer sind Sie nochmal? Der Herr Richter. Okay. Wie fänden Sie es denn mal bei einem größeren Einsatz als Opfer zu spielen? Wissen Sie, wie ich das meine? Herr, lass Hirn regnen! Also, wir haben da unten schon mal einen Einsatz vorbereitet für die Feuerwehr. Ja, Sie das wissen schon, dass ich berufstätig bin. Ja, das weiß ich schon, aber da würden Sie auch dann auch eine kleine Entschädigung bekommen für. Ich habe trotzdem keine Zeit, tut mir leid. Okay, müssen Sie sich ein anderes Opfer suchen. Ja, werde ich tun. Ja, tschüss. Tschüss. Wer ist denn hier? Haben wir hier neue Bürger in der Stadt? Ja, müssen Sie selber rausfinden. So? Sunny. Hallo? Nicht reagieren, nicht reagieren. Hallo, wer sind Sie denn? Hans. Hallo? Wer sind Sie denn? Neue Bürger hier in der Stadt? Hallo? Hallo? Könnten Sie mal kurz eine Minute? Warum? Nur so, könnten Sie mal kurz eine Minute? Sie wissen schon, dass ich... Wer sind Sie denn erstmal? Ich bin der Herr Richter von der Polizei. Könnten Sie vielleicht kurz gleich sagen? Könnten Sie mal kurz... Lassen Sie mal uns kurz auf die Seite gehen. Ja. Das ist noch mein altes Auto, oder? Vielleicht kann ich den ja wieder kaufen. Och nee, jetzt guckt er sich auch die Karre an. Ich glaube, da ist mein Auto wieder weg.
Leute da. Aber warte mal, ich könnte ja mal gucken. Ich könnte ja auch ein Ding kaufen. So ein Forstanhänger. Ich hol mir so einen hier. Folge war ohne hier, hallo? Hallo, hier ist der Herr Schneider. Jo. Heißt die Fabrik Holz und Michel? Nee, da bist du viel zu weit gefahren. Ja, ich bin noch nicht ganz. Nee, viel zu weit. Also warte da oben. Ja. Ich bin jetzt bei Harris Hof ungefähr. Ja, da musst du nach Süden fahren und dann kommt rechts im Wald. Da kommt, okay. Wie gesagt, da steht an der Straße auch ein Schild mit die Düngeproduktion. Ja, dann schaue ich nochmal. Jo. Tschö. Was ist denn hier los? Hallo, darf ich das Gespräch mal stören? Lass mal erstmal. Ja? Okay. Ja. Hallo. Ich wollte sie jetzt nicht unbedingt stören, aber sie waren jetzt so lange im Gespräch, da dachte ich, da klopfe ich mal an. Alles gut. Hans? Ja? Würdest du einen Fentigo an Ladewagen ankaufen? Wo steht denn der? Das kann ich mir nicht angucken. Ne, den müsste ich erst holen. Ich wollte jetzt erstmal wissen, ob ja, du das... Moment. Muss ich immer was nachschauen. In einem Moment. Noch nicht viel benutzt. Na, ich hab leider schon einen. Naja, zum Weiterverkaufen vielleicht. Ja, das würde gehen. Dann würde ich ihn dir mal vorbeibringen und dann kannst du dir mal durchgucken. Jo, mach ich. Was ich auf jeden Fall bräuchte, wäre noch eine Frontladerschaufel. Ja, das kriegen wir hin. John Deere Grün, kennst du ja. Lass mich raten, John Deere Grün. Jo. Wo ist denn der Sunny schon wieder hin? Hat den einer gesehen? Nee. Mitchell noch. Ah, da steht er doch. Okay. Gut. Wie viel hat das gekostet? Auch wieder 1000. 1600 hat es jetzt nur gekostet. Wie viel? 1600 die Schaufel. Oh, Moment, dann schicke ich dir gerade mal noch, zahle ich mal kurz die Steuern, 200. Und dir würde ich auch noch eine Gewinnbeteiligung schicken. Ja. Wenn du wieder weg bist. Hans? Ja? Ich kann dir nichts überweisen, das kommt immer zurück. Jetzt. So, das sieht besser aus. Gut. Dankeschön. Ich bräuchte auf jeden Fall noch ein Auto oder sowas für meinen Mitarbeiter. Oder für meinen Mitarbeiter und guten Freund. Ja, was willst du denn dafür? 25. Würde ich machen, aber dann müsste man den verrechnen mit dem Tigo. Und den weißt du ja noch nicht, ob du den ankaufst. Ja, wenn dann exportiere ich den. Okay, also dann würde ich den wieder zurücknehmen. Für 25. Ja. Die 25 würde ich dir dann schicken, wenn ich... Geld hast. Genau, wenn der Tigo weg ist. Ja, dann lass ich ihn hier stehen. Gut, dann gibst du den Schlüssel im Sunny? Oder steckt der? Der ist ja noch auf dein Konto geschrieben. Ja, ich meine, das weiß ich schon, aber steckt der Schlüssel oder hast du den hinten im Spind? Die ganze Zeit. Okay. Aller gut, dann. Das ist jetzt ein Mitarbeiter, seit wann lassen? Seit heute. Oh, ist ein alter Schulkollege von mir.
Der hat gedacht, er will mal wieder ein bisschen Landluft schnuppern. Ah. Ja. Hast du überhaupt Hilfe? Jo, unbedingt, ey. Ich komme gerade mit. Ich bin schon zweimal. Forst ist gut gerade. Okay. Ich habe ja das Sägewerk unten noch, weißt du? Da muss ich Bretterpaletten gerade produzieren. Ja. Und der Schneider, der wird auch nächste Woche für mich ein bisschen arbeiten. Eieiei. Jo. Das muss ein bisschen vorwärts gehen hier. Also ich wünsche mir auch manchmal einen Mitarbeiter, aber die meiste Zeit ist halt in nicht Schluss, so wie jetzt, ne? Also mach ich lieber alleine. Gut. Ja. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss. Ciao. Tschüss.